Am Karfreitag denken wir, dass Jesus ungerecht am Kreuz gestorben ist. Es gibt auch heute ähnliche Situationen im Leben. Es gibt ungerechte Urteile. Menschen werden unterdrückt, gefoltert und getötet. Menschen haben Angst wegen Coronavirus. Es gibt wegen der Coronavirus Probleme in der Familie. Es gibt Streit und Unterdrückung. Darum denken wir jetzt auch an diese Menschen. Wir denken an die beirrten armen Länder, die keine Hilfe und Unterstützung bekommen. Wir beten für Gehörlose, für Gesamen, können nicht gut sprechen. Ich denke und bete für alle Frauen, die unterdrückt werden und schwere Leiden haben. Laudate Dominum, laudate.